Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Vor 2 Tagen war es soweit und der erste Ort kam schon rein und jetzt ist es wieder soweit und es kommt schon der zweite neue Ort in dieser Season rein. Also ist wirklich extrem viel los. Schon direkt am Anfang der Season fühlt sich eigentlich an, wie sonst eigentlich immer am Ende der Season. Ich hoffe, es bleibt auf jeden Fall weiterhin so. Zurzeit sieht es ja so aus, als würde tatsächlich alle 2 Tage immer ein neuer Ort und ein neues Live-Event-Update reinkommen. Und heute werde ich euch alle zeigen, was neu drin ist und ich werde euch noch ein paar Informationen für die Zukunft geben, was jetzt alles noch so in der nächsten Zeit reinkommen wird. Ich hoffe, euch gefällt auf jeden Fall das Video und ich würde mich auch mal freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, ob man merkt, dass ich zurzeit eigentlich seltener meine Videos schneide und ob es euch auch stört, weil es eigentlich für mich immer relativ entspannt ist, wenn ich meine Videos nicht schneiden muss und ich nehme das Ganze dann immer, in einem One-Take auf. So spare ich wirklich eine Menge Zeit. Schreibt mal gerne rein, ob es euch stört oder ob es eigentlich euch nie aufgefallen ist. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Generell, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr natürlich auch gerne hier ein Abo da lassen und schaut auch gerne vom Twitch-Kanal vorbei, denn dort bin ich gerade, genau in diesem Moment, wenn dies wieder online kommt, live. Ich denke mal, wir werden heute auch bis zum Abend streamen. Also mal wieder ein schön langer Stream. Heute haben wir nämlich schulfrei, deshalb ganz, ganz entspannt. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt mal mit den ersten Sachen und wie ihr es tatsächlich mitbekommen habt oder hoffentlich mitbekommen habt, sind ja diese Rift Beacons hier im Prinzip angegangen, im letzten Video schon vor 2 Tagen und jetzt haben die tatsächlich nochmal eine weitere Stufe erreicht und zwar beginnen die jetzt tatsächlich nochmal etwas mehr zu leuchten, muss ich allerdings jetzt einmal wieder hinfliegen und jetzt sieht man es auf jeden Fall schon, muss einmal kurz geupdatet werden. Man sieht auf jeden Fall, dass jetzt hier schon so richtig große Strahlen rauskommen. Wie gesagt, beim letzten Mal haben die im Prinzip nur geleuchtet. Jetzt gehen hier auch richtige Strahlen schon raus. Und man sieht hier so ganz leicht so eine Sphäre schon hier in grün. Ich hoffe, man kann es auch gut auf YouTube erkennen. Die Videoqualität wird hier immer etwas reduziert. Aber ich glaube, man kann es tatsächlich erkennen. Hier so ganz bisschen über dem Boden kann man es leicht sehen. Von der Innenseite geht es auch. Aber wirklich nur aus ganz bestimmten Winkeln, wo man hier diese Sphäre sehen kann. Und das befindet sich immer genau in der Mitte hier von, was irgendwo so einen Mittelpunkt ungefähr beim Obstgarten ergeben muss. Ich glaube sogar ziemlich genau hier an dem Ort müsste tatsächlich die Mitte von dem Ganzen sein und dort wird wahrscheinlich dann irgendein das nächste Live-Event entstehen und dort wird wahrscheinlich auch etwas sehr, sehr Interessantes passieren. Diese ganzen Rift-Beacons sind ja von der Stark Industries, die ja zu Iron Man gehört. Tony Stark, auch wenn er eben nicht als Iron Man richtig ist. Und er ist eben ein Wissenschaftler und will wahrscheinlich hier mit irgendetwas planen. Und dazu hat er auch einen Plan hier in seinem Gebäude, hatte ich auch beim letzten Mal schon angesprochen, wo man hier ein Wurmloch sehen kann. Und da das ja auf der gleichen Folie ist, wo auch hier diese Rift-Beacons aufgemalt hat, kann es auf jeden Fall sein, dass er versucht mit einem Wurmloch im Prinzip das Universum von Iron Man und Marvel mit dem Universum von Fortnite zu verbinden und darauf dann eben halt hier irgendwas zu bauen und es könnte auch sehr, sehr gut sein, dass tatsächlich hier der Stark Tower reinkommen könnte, denn wir hatten ja auch in den Live-Event-Files letzte Season bereits schon ein Hightower Live-Event und das hier nur der Codename, deshalb würden die eben halt niemals da wirklich direkt Stark Tower reinschreiben, aber Hightower und Stark Tower passt eigentlich schon ganz gut zusammen, deshalb könnte es sehr, sehr gut sein, dass so ein Stark Tower vielleicht hier an diese Stelle reinkommt. Oder dass zumindest irgendetwas anderes Großes von Iron Man hier dann reinkommen könnte. Und es kann auch sehr, sehr gut sein, dass dann in diesem Stark Tower tatsächlich Iron Man selbst vorzufinden ist, als Boss eben halt. Und man dann eben halt seine Fähigkeiten bekommen kann. Allerdings könnte es auch eventuell eben nicht sein, weil er eben halt eigentlich ein guter Held ist. Und nicht so wie Dr. Doom, glaube ich, eher so ein böser Held ist. Beziehungsweise dann ein Bösewicht, der eben halt gegen die Avengers kämpfen will. Und Iron Man gehört eben mal zu den Avengers, glaube ich, und deshalb wird er wahrscheinlich eher, oder wird Marvel wahrscheinlich eher nicht wollen, dass wir gegen ihn fighten. Allerdings weiß ich natürlich nicht, wie das Ganze hier in Fortnite umgesetzt werden wird. Ansonsten kann es auch noch sehr, sehr gut sein, dass tatsächlich The Authority, beziehungsweise The Agency dazu benutzt wird für den Hightower, da das ja eigentlich hier immer so der größte Mittelpunkt ist und dort würde natürlich so ein riesiger Turm auch sehr, sehr gut drauf passen. Zudem ist das natürlich zurzeit eigentlich auch ein leerer Ort, wo hier überall nur Kisten rumstehen.
Und deshalb wäre es sehr, sehr gut möglich, dass hier das Ganze dann reinkommt. Und in Gamefiles ist tatsächlich auch eine Liege, wo man schon erkennen konnte, dass auf jeden Fall solche Iron Man Kisten reinkommen werden. Wie gesagt, der Ort, wo das Ganze dann nur hinkommen wird, ist noch nicht ganz klar. Zurzeit ist ja so ein bisschen die Basis von Iron Man hier diese Mini-Scheune. Und ich denke mal, er wird es erweitern wollen. Und im Trailer hatten wir auch schon erkennen können, dass tatsächlich Iron Man so ein eigenes Gebäude hatte, wo er im Prinzip sein eigenes Labor hatte. Und das sah definitiv größer aus als das kleine Teil hier. Zusätzlich dazu werden wir übrigens auch ein neues Auto erhalten. Zurzeit haben wir ja nur die vier Autos. Einmal hier die LKWs, dann noch die Trucks, diesen Whiplash und dann natürlich die ganz normalen Autos. Und jetzt soll tatsächlich noch ein fünftes Auto dazukommen. Und zwar soll das Iron Mans Auto sein, was im Prinzip genauso aussieht wie die Whiplash, also diese Lamborghini-Autos. Und die sollen dann eben halt nochmal etwas schneller sein. Und das wird wahrscheinlich dann auch in der Region auftauchen, wo dann eben halt diese Stark Tower stehen wird. Wie gesagt, es ist nicht safe, dass ein Stark Tower hier unbedingt reinkommt, aber es ist eigentlich das Wahrscheinlichste. Und hier wird wahrscheinlich dann auch in zwei Tagen dann wieder die nächste Stage freigeschaltet werden, wo man dann eben halt hier wahrscheinlich eine richtige Kuppel sieht. Wie gesagt, zurzeit ist es ja nur so ein leichter grüner Schleier und dann wird es tatsächlich so eine richtige Kuppel sein, so ähnlich wie in Season X auch diese ganzen Orte, wo die Rift Beacons standen. Die hatten ja auch so eine richtige Kuppel einmal drumherum, wo man dann das Ganze auch richtig sehen konnte. Und ich glaube, es wird hier auch um diese Region kommen. Und ansonsten ist ja hier eigentlich noch nichts wirklich passiert. Deshalb wird es auf jeden Fall passen, dass hier auch etwas Neues hinkommt. Und ich glaube, es könnte auf jeden Fall richtig, richtig nice werden. Das ist allerdings nicht die einzige Sache, die jetzt tatsächlich neu in Fortnite drin ist. Denn es gibt tatsächlich auch, wie ich es ja am Anfang schon angesprochen hatte, einen neuen Ort. Und zwar haben wir jetzt wieder so ein kleines Stückchen aus dem Marvel-Universum hier und zwar ist es die Ant-Villa, also die Villa von Ant-Man. Ist ja ein bisschen zerstört, deshalb muss ich ein bisschen zurückspulen, dass es hoffentlich nicht ganz zerstört ist. Genau, so sieht es normal aus und hier ist wie gesagt so eine Hundehütte, die tatsächlich sehr, sehr groß ist. Ant-Man ist immer, glaube ich, soweit ich weiß, ein Held, der sich eben halt verkleinern und vergrößern kann. Und deshalb sieht das hier alles so groß im Prinzip im Vergleich zu Menschen aus. Man muss ja bedenken, dass so groß eine Kiste ist und ein Mensch eben halt hier im Prinzip, beziehungsweise ein Fortnite-Spieler hier ins Gras reinpasst. Deshalb sieht das schon ziemlich weird aus. Und generell von außen sieht dieses Teil eigentlich sehr, sehr klein aus, aber wenn man dann hier erstmal drauf ist, ist es doch schon ganz schön groß. Vor allen Dingen gibt es hier unter eben halt nochmal ein Tunnelsystem. Auf diesen Tennisbällen kann man tatsächlich auch hochspringen, also die sind im Prinzip wie diese Reifen, kann man wieder nach oben kommen. Hier sind ansonsten noch ein paar Ameiseneier tatsächlich in den ganzen Tunneln drin und wie gesagt noch ein paar Kisten, die man hier looten kann. Und zusätzlich sind hier auch zwei Rifts rundherum, die werden jetzt auch immer bei jedem dieser Orte tatsächlich kommen und deuten auch schon den neuen Ort an. Denn die nächsten zwei Rifts sind bereits auch schon aufgetaucht und zwar befinden die oder müssten die sich so ungefähr an dem Berg dort befinden oder an dem Berg, an einer der beiden hier auf jeden Fall und dort wird dann eben halt ein weiterer Ort hinkommen. Wir haben dort hinten ja schon ein Monument und ich glaube, es wird dann ein größeres Monument einfach werden, beziehungsweise hier haben wir erstmal nur ein paar Steine und daraus wird dann im Prinzip ein großes Monument werden. Ich weiß noch nicht genau, ob das hier genau an der Stelle hinkommen wird oder irgendwo anders, also hier unten vielleicht so. Dort könnte es auch sehr, sehr gut hinkommen und das wird dann im Prinzip die nächste Änderung in zwei Tagen werden. Einen vierten Ort haben wir dann auch schon. Dort ist allerdings noch nicht ganz safe, wo der hinkommen wird. Ich glaube allerdings, dass er dort hinten auf dem Berg tatsächlich hinkommen wird. Allerdings sind die Rifts bereits noch nicht dort vorzufinden. Und danach werden wir wahrscheinlich erst mit einem weiteren Update wieder neue Orte bekommen können. Und zurzeit scheint es ja so, dass tatsächlich bei diesen Orten keine Bosse sind. Aber ich denke, wir werden auf jeden Fall auch noch Orte bekommen, wo eben halt Bosse spawnen, beziehungsweise wo wir die ganzen Boss-Loot bekommen können, denn wir haben noch ordentlich Sachen geleakt, beispielsweise diesen Iron-Man-Anzug, diese Iron-Man-Fähigkeit, die wir ja im Trailer gesehen hatten, von Wolverine auch natürlich die Fähigkeit. Hier mit diesem Ort wird sicherlich natürlich auch noch was passieren, weil ich glaube, hier werden die ganzen Sentinels nicht einfach nur rumliegen bleiben. Ich glaube, dort wird auf jeden Fall noch etwas passieren. Zudem haben wir natürlich dort hinten auch den Hersteller von diesen Sentinels jetzt auf der Karte. Das heißt relativ wahrscheinlich eigentlich, dass hier auch noch etwas passieren wird. Und das sind eigentlich soweit die ganzen Sachen, die derzeit tatsächlich so bekannt sind, von denen wir auf jeden Fall wissen. Und
Ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen. Hier gibt es nochmal ganz kurz ein bisschen Gameplay aus der Runde. Ich wollte, wie gesagt, einfach eigentlich nur in die Runde reingehen, um euch das Ganze immer hier zu zeigen. Allerdings habe ich Easy in the Win hier geholt. Ich hoffe, euch hat das Video, wie gesagt, gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da und dann bis zum nächsten Video.